So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen heute weiter. In letzter Folge, das, was wir mit der Templerjagd gemacht haben, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal so zwischendurch, um die Gebiete zu kriegen. Aber jetzt machen wir mit dem Hühnchen. Der Ursprung des Sirups. Level 3 soll man sein, also könnte es eine relativ einfache Mission werden. Aber gucken wir mal. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Fahr verflucht! Los! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Schneller, du nichts machst! Schneller! So, dann jagen wir mal kurz in die Kutsche da hinten. Gut so, Mädchen. Das ist es nicht mehr. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht so. Tief. Ja, falls Sie mich einschüchtern wollen, Sie grob, ja. Verschwenden Sie nur Zeit. Weg mit dir. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch darin will, er wird es nicht kriegen. Warte, geht es. Das kriegst du schon irgendwie. Was ist mit Starricks Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Ich verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Wir müssen ein bisschen Schaden jetzt in der Kutsche zu finden. So, kurz anhalten. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen. Nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir. Hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ja, ernsthaft, das ist so, so einfach eine billige Mission. Hätte ich auch noch machen können. Hm. Wow. Na gut. Handschuhvorlage verstärkt, okay. Ganz tatsächlich jetzt gedacht, dass wir jetzt tatsächlich nur ein bisschen. Na egal. So, dann machen wir halt direkt die nächste Mission hinterher, weil das war jetzt 3,5 Minuten oder so, die wir gebraucht haben. Ich guck gerade mal nach, wo wir da hin müssen. Da unten. Die Level sind mir egal, die Leute, die immer jetzt hier rumstehen, also sind immer wieder fein, aber die sind mir gerade ziemlich egal. Auf geht's. Und ja, ich weiß, dass in England Linksverkehr herrscht. Ja, da muss ich halt durch.
Okay, 200 Meter noch. Also Luftlinie, glaube ich, gefühlt 200 Meter. Toll, wenn ich die Tempeljagd auch in der... Ganz ruhig! Dankeschön, gut gemacht. So, nächste Mission. Die Überdosis. Ja, wie gesagt, das machen wir auch direkt doch in die Folge rein. Wenn ich jetzt so 3,5 Minuten Folge rausknalle, ist es sinnlos. Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Hm. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. So. Gut, den Aussichtspunkt erreichen. Aha. Ah, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Haben wir hier wohl die Fallpräsenz groß? Nö, ne? Sieht nur sagen, jetzt müssen sie so aus. So. Verlier bloß nicht den Anschluss. Na komm, Leute. Nehmen wir mal mit. Helft mal ein bisschen mit. Ich glaube, in dem Gebäude waren wir auch schon mal. War das nicht hier, wo wir das mit dem Klavier, wo wir die Töne da spielen mussten? So, gucken wir hier noch Feinde. Das sind Freunde, ne? Komm mit! Mr. Fry, good to see you again, sir. Na, ich kletter hier oben lang. Das ist mir, glaube ich, am einfachsten gerade. Immer im Zweifel übers Dach. Die Frage ist, kommen die da mit? Nö, kommt ja nicht, okay. Schade. Könntest du vielleicht ein bisschen gut gebrauchen, dann bin ich nicht ganz so alleine. Warte mal. Ich muss mich nur gerade orientieren. Da ist der Eingang, okay. Oder einer von den Eingängen. Wohl gemerkt. Finde ich jetzt den Doktor. Gefühlt kaum Feindpräsenz, okay. Die paar Polizisten, weiß ich nicht, ob das... Können die den nieder... Können die den... Können die den niedermetzeln? Ne, können sie nicht. Ja gut, die interessiert mich heute nicht. Achso, ich bin über den Punkt schon da. Okay. Boah, herzhaft! Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von der Doktor John Elliotson manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Und da kotzen sie schon irgendwo. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Gegenwart für ein einzigartiges Attentat, junger Arzt. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Infiltrationsgelegenheit, Schwester. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Hm.
So, John Elston eliminieren. Okay. Wie stelle ich es an? Den Typen kriege ich schon irgendwie down. Da ist die Ärztin, okay, die Schwester. Öffnet alle Türen in der Anstalt. So, die Ärztin holen wir da raus. Wenn es möglich ist. Scheiße, die können wir nicht rausholen. Die Frage ist, wie komme ich an die ran? Oh, probieren wir es einfach dadurch. Moin. Ich will mit dir reden. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe. Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Na, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Dich nehmen wir mal mit. Den Ärzten hier nicht, schon gar nicht diesen Dorf. Lass unsere Freunde mal rein. Gut, danke. So, dann blendest du den Heini hier mal. Versteckte Türen können nur geöffnet, die verschlossene Türen. Keine Sorge, ich krieg den Typen noch. Ich werde ihn mir nur alle nach und nach holen. Den dann werde ich mir auch gleich holen. Und so weniger ich Publikum ich habe, umso besser ist das. Gute Nacht. So. Die Frage ist, wo steht denn der andere? Es sind viele Feinde hier, ne? Gefühlt zumindest. Ah, zwischendurch müssen wir ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen hier. So. Nehmen wir mal den Blindermann, den Hansel hier. Den brauchen wir nicht plündern, den haben wir ja schon. So, wie gesagt, umso weniger Aufmerksamkeit, beziehungsweise umso weniger Feinde wir haben. Zwei, drei. So.
Das war mir klar, dass du mich siehst. Aber. Welche Überraschung? Level 5 komme ich momentan relativ gut klar. Ah, scheiße. Aber nicht zu zweit. Tschüss, ich mach mich mal auf. Oh, Alter, wie viel habt ihr davon? Wie viel habt ihr davon, die Leute? Jetzt ist Ruhe. Okay. Die Frage ist, der ist der hier, ne? Das ist der junge Arzt, okay. Scheiße, ich war das alles im Plan. Alles der Plan. Den noch irgendwie mit zum. Gute Nacht. So, jetzt hol ich mir den Heini da unten. Wenn es möglich ist, wenn ich da runterkomme jetzt. Die Frage ist, wo ist denn der? Da unten ist der eigentlich, ja. Ist der irgendwie eine Treppe runter oder sowas? Ja, ist gut. Das passiert halt einfach mal. Das. Die Frage. Ja, hier. So, hier unten liegt noch einer. Den hole ich mir noch, keine Sorge. So, die Leiche war versteckt. Und jetzt muss ich mich auf die Bahre legen, okay? Natürlich nicht, Dr. Elliot. So, versuchen wir uns. Jetzt haben wir die Krankenschwester und jetzt haben wir uns den kleinen jungen Arzt hier. Dann geht die Folge heute ein bisschen was länger.
Ach, wir müssen den, nehmen den Typen direkt mit. Oder können wir sie beide direkt, oder was? Den jungen Arzt und den kleinen. Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. So, dann machen wir es jetzt für Attentat. Gute Nacht. Erledigt. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Frey? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Gute Nacht, mein Freund. Das war's mit dir. Irgendwas. Wir nehmen nochmal das Attentat mit. Oh, Level 6 sind die. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier rauskommen, irgendwie. Tschüss. Die sind oben, die Ausgänge, ne? Hey, da unten. Da unten, Nige. Die Jungs, die lassen wir mal gerade einfach komplett in Ruhe. Und ich verschwinde mal hier raus. Dann haben wir nämlich die Aufgabe erledigt. Haben wir. Überdosis ist abgeschlossen. Schade, dass ich keine einzige Kugel abfeuern musste. Wohl, habe ich? Ne, habe ich gar nicht. Keine Ahnung. So, die Elektrokonvulsionstherapie-Sitzung haben wir abgeschlossen. Na gut, wir sind auf jeden Fall durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate.